Ja, so, gut. Mal, neben Livestream, abgesehen, das ist tatsächlich das erste Video mit dem neuen Garmin-Update, also das G-Bild. Ich habe schon eine Weile kennt so dieses Video mal gemacht, weil ich endlich am Ende des Livestreams, naja, finden das ganz gut ab. So, das ist eine Factory und das ist die größte Scheiße überhaupt. Weil ich habe die Factory bis jetzt nur von der Alien gespielt, aber das ist die Billion. Ich habe mir sagen, dass die so mega behindert sind. Das werden wir uns gleich angucken. Erstmal dazu zum neuen Spawn-System, falls ich das hier noch, DCD noch nicht habe. Die Anfangs-Spawns haben in der Regel zwei Spawns, also hier und hier. Und die entsprechenden anderen Spawns haben dann halt immer, also man spawnt nicht mehr auf dem Punkt, sondern irgendwo in der Nähe. Die Spawns an sich sehen ja so ein bisschen anders aus. Und das System funktioniert so, dass man halt immer einen Spawn hat, der zwischen den Linien liegt. Die Punkte sind von den Linien abhängig. Also B1 hat zum Beispiel nur diesen Punkt eigentlich. Aber wenn mit langem B2 neutral ist und unter Kontrolle ist, haben wir auch diesen Punkt. Und so weiter und so fort. So, was ich jetzt auch noch gegrindet habe, in der Zwischenzeit, was ich nicht mitgekriegt habe, ist ein Panzer, ist ein Schwimmwagen. Den werde ich jetzt auch nutzen, auch wenn es hier gar kein Wasser gibt. Das ist mir egal. Ich und mein Schwimmwagen fahren jetzt nach vorne. So. Das Match könnt ihr hoffentlich ganz recht kurz verwenden, weil die Russen haben nämlich eigentlich alle Panzer. Ach, ja. Und da bemüht sich das nächste Ding, was mich mega aufregt an diesem Update. Dass egal, wo du langfahren willst, du fährst immer durch einen komischen, durch irgendeine Spawn-Zone, durch die du eigentlich nicht durchfahren möchtest. Und das ist mega anstrengend. Weil, ja, schon wieder. Ja, das ist die Straße. Das ist die verfickte Straße, wo ich langfahren will. Da vorne ist ein Typ. Ich würde ihn gerne beschießen, aber ich muss jetzt tatsächlich bis hier hinrennen. Na gut, das ist, könnte vielleicht einfacher werden. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ herkommt, aber er hat was. Ach lol! Eventuell hat der Typ das nicht rechtzeitig gerafft, weil ich hier ich habe eine braune Uniform an. Die ist übrigens der Hit. Das nächste Ding ist, die Grafik ist tatsächlich bunter geworden, wie man sehen kann. So, ich denke mal, der Tank ist dann gleich hinüber. Der hat nochmal H3 für den Panzer auch noch. Shit. Okay. Oh. Das hat nicht gereicht. Na gut. Ich habe auch noch eine H3, so ist nicht. So, jetzt. Sterben war. Aber wir haben Panzer gesprengt. Auch nicht schlecht. So, jetzt. Eins am anderen. Auf jeden Fall, die Grafik wurde überarbeitet, so wie sich die Community immer gewünscht hat. Es gibt jetzt mehr Farben in diesem Spiel. Ist das nicht schön? Das ist an sich an und für sich ganz lustig, aber das Ding ist, dass paradoxerweise sieht man jetzt weniger als vorher. Einfach dadurch, dass ich hier mehr. Also auf der Fabrikmap geht's ja, ich sag genau, weil hier ist relativ wenig krass eigentlich. Aber. Ja, da kommt der wieder. Geil. Auf der Fabrik geht es, wie gesagt, noch, weil hier relativ viel Busch rumsteht. Was? Komm, ja, das ist das nächste Ding. So, wir kontrollieren diesen Punkt. Die Russen können aber immer noch da spawnen. Das ist mega behindert. Jetzt kommt das Beste. Wenn ich mal einen Winkel kriege hier, dann wird anscheinend ein Schwimmwagen, wie es aussieht. Das Beste ist, ich werde nicht an diese Panzer ranfahren können, glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher bei der ganzen Sache, aber ich glaube, ich komme nicht an diese Panzer ran. Das ist nämlich ein großes Problem, auf der Map ist, wie gesagt, Factory kann ich noch gar nicht sagen, ich habe gar nicht so viel gespielt, zwei Matches, wie gesagt. Aber ein großes Problem ist es auf der Town Map, weil die ganzen Panzer stehen jetzt nämlich einfach schön, campen sich einen ab, wenn du keine eigenen Panzer hast, campen da rum in ihrer Spawnzone und du kannst da nicht hinfahren. Oh, ficken, Alter. Das Ding ist nämlich, das Spiel ist deutlich campier geworden, als es vorher war. Der nächste gut, okay, wir machen das anders. Ich spiele auch einen anderen Charakter, na gut, so viel zum Thema Schwimmwagen. Versuchen wir es mal so. Ja, das ist das nächste Ding. Ich möchte eigentlich am liebsten hier spawnen, weil da ist nicht umkämpft oder sonst was. Ich muss hier hinten spawnen, das ist am Arsch der Welt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo auf der linken Seite spawnen möchte, muss ich ja hier, da, Spawn so nehmen. Na gut, wir spawnen anscheinend doch mit dem Moped, so wie es ausschaut. Aber trotzdem schon mal mega behindert. Ich bin kein großer Freund von diesem Spawn-System. Ich hoffe mal, wir kriegen diese Map hier irgendwie halbwegs schnell gewonnen. Wahrscheinlich wäre es klüger, wenn ich einfach einen Kessel dringe, 1, 2, 3, der selbst dann das Roll. Das ist ein ganz komischer Typ, kann ich euch sagen. Das ist. Der Typ möchte irgendwie so ein Gabius Balder sein, nur auf deutscher Seite halt. Aber irgendwie ist der einfach nicht gut darin. Also der ist als Troll irgendwie so mittelmäßig. Also ich weiß nicht, was für eine Art Humor der verfolgt. Also in den Forums. In den Forums schreibt er mal recht viel, aber pff, kann ich nicht sagen. Ich hasse es übrigens nicht, Squad-Leader zu sein. Ich bin nicht Squad-Leader in diesem Fall. Da vorne ist ein Vehicle, das gleich sehr kaputt ist. Also wirklich. Sehr Geros, hast du wirklich gedacht? Der Antipanzer-Typ hier, den ich hier habe, ist unausgerüstet. Man kann übrigens auch noch keine Munition nachladen, während man am Nachladen ist. Also, während die Nachladung irgendwas so. Och, echt jetzt? Wo kommt denn der Panzer? Was? Ach, wie hat der mich denn bitte schon gesehen? Das ist doch so eine Idee. Es ist auf jeden Fall total schlimm mit diesen Rumgecampe hier. Also das Spiel ist deutlich campier geworden durch das neue Update, weil es gibt einige Linien, auf denen man einfach nicht langkommt. Man kann da nicht langfahren. Also das ist auf der Berglandschaft ist es zum Beispiel so, dass man nicht oder sehr schwerlich.
Das Ami-Motorrad ist echt verlassen, ne? Ich spiele selber ziemlich oft Ami und das merkt man auch. Ich kann mich darauf verlassen, dass dieses dumme Motorrad beim Berg runterfahren spinnt und ja, geschleudert wie sonst was. Those are new spawn points and return to combat areas. These are bad places. Ja, genau. Das ist nämlich total dumm, dass man wenn so ein Spawn-Dings fährt, das funktioniert auf den Skirmish-Maps gut, aber auf den Assault-Maps funktioniert das gar nicht. Und das finde ich halt ziemlich dreist und dämlich. So, auf jeden Fall versuchen wir jetzt hier einfach mal in so eine Panzerzone hier rein. Oh, wie viele Panzer stehen denn da? Ich hoffe mal, die sehen mich gerade nicht. Weil wenn nicht, bin ich mich gleich wieder tot. Ich würde euch gerne mal ein paar Panzer kaputt machen. Bevor wir irgendwelche komischen Quatschaktionen machen. So, gut. Versuchen wir also mal hier an die Panzer ranzufahren. Ich meine, es gibt ja reichlich Panzer da. Und, sie da. Ich glaube, das ist nämlich ein Spawn. Ich habe keine Ahnung, wie die Spawn-Zonen liegen hier. Ja, okay. Mich hat irgendjemand gesehen. Auch nicht schlecht. Und ich überlebe noch. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Wir müssen nochmal ranfahren. So. Ich habe ein Problem. Gut, wir sind hier mal Panzer jagen. Ach, scheiße. Okay. Gut, dann ist ja mein Plan, dass ich mit... Ach, ficken. Ach, Mann. Wie? Wie kann er mich denn bitte schön... Woher? Woher will er denn bitte schön wissen, wo ich bin, der komische Panzerfall? Wirklich. So, apropos wissen, wo ich bin. Ich hoffe, der Typ da links sieht mich nicht. Panzer müsste ja nicht brennen. Jo, macht er. So. Zwei Raketen haben wir noch. Ich habe, Panzer V60. Wer fährt da bitte schon mit Panzer V60 rum? Wer macht denn sowas? So, Treffer 1. Das Schöne ist, dass der T28 so langsam ist, dass er ihn locker flockig weghauen kann. So. Den haben wir. Ich stehe übrigens mitten in einer Spawnzone, also ich stehe nicht mittendrin, sonst könnte ich ja nichts machen, aber ich stehe daneben. Und das hat zur Folge, dass hier zigtausend Leute auf einmal anfangen rumzurennen. Ich packe mich ab. Okay, ich wollte gerade sagen, ich packe mich am besten mal auf den Boden und zeige euch das mal am besten, wie cool man jetzt hier campen kann. Ich glaube, ich sollte mal nachladen. Bevor der Typ auf die Idee kommt, das mich zu überfahren, vielleicht nicht die klügste Idee ist. Na, scheiße. Bär. Da. Ja, Captain Iglo hatte doch. Captain Iglo ist immer noch der Meinung, die beste Methode, mich zu töten, ist, mich zu überfahren. So, wir suchen jetzt übrigens Munition. Ich habe keine Ahnung, wo hier Munition rumliegt. Gucken wir doch einfach mal. Überall hier nicht. Geil. Gut. Weil ich sehe, ich muss noch ein paar Panzer kaputt machen. Ich glaube, oben auf dem Dach liegt jetzt welche. Das Ding ist, auf der Factory gab es früher schon keine Munition. Das ist nicht mehr geworden. Almost had O2. Twice. Not nice. Der ist absichtlich gesagt, haben sie es reimt. Es geht übrigens langsam auch ein bisschen die Gewehr 43-Munition aus, fällt mir auf. Übrigens, dass ich gerade irgendwie mal wundere, warum ich gerade so komisch auf den Boden geguckt habe und dann irgendwie, wenn man nichts mehr macht, aber man kann mit Leertaste, das kann ich nicht oft genug betonen, weil anscheinend wissen das einige Leute noch nicht, man kann mit Leertaste die Entfernung automatisch anpassen. Also wenn man anvisiert mit dem Mausrad dreht, kann man die auch manuell, das sieht man unten rechts, wenn man das so hoch tickt, also zack, 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 zack. Der Trick ist, dass man das, dass man die Scopes einfach auf 600 Meter stellt, dann trifft man eigentlich in der Regel immer. Also ich habe doch hier gerade irgendeinen Sniper gehört und ich sehe hier keinen Teammark. Das heißt, hier ist wahrscheinlich irgendwo. Mann, das hat sich nach K98 angehört. Also ich weiß nicht, das hat sich nicht nur angehört, ich weiß, dass es ein K98 ist. Schauen wir mal, wie viel Zeit haben wir hier noch? Ich wollte ja eigentlich nicht. Ich wollte ja nicht noch die anderen mitstellen. Also Factory ist so ziemlich das Schlimmste, was mir passieren kann, weil ich eigentlich wirklich diesen lustigen Schwimmbank. Okay, es ist anscheinend doch ein Team. Go, gibt's hier irgendwo Munition? Nope. Munition gibt's nur im Cap-Punkt. Geil. Gut, ich und meine 49 Kugeln. Gewehr 43 werden jetzt also. Der Typ da oben hat erschossen. Ich und mein Gewehr 43, 49 Kugeln werde ich mal rein. Wer bist du denn? Oh Gott. Absolut damit. Alter! Wie seid ihr denn alle? Wo kommen die denn alle her? Also wirklich. Lol, ich hier wieder Top-Scoreboard bin. Ich und meine 49 Kugeln, wollte ich gerade sagen, stürme jetzt mal den Cap-Punkt, aber anscheinend doch nicht. Wir machen nochmal genau das gleiche und fahren nochmal durch drei Spawns durch. Also das Ding ist halt, ich würde jetzt eigentlich lieber hier so rumfahren, aber oder können wir das eigentlich können wir das versuchen. Wir versuchen das immer mal. Das Problem ist, wir fahren halt dabei durch zwei Spawns durch, aber so schlimm ist das eigentlich auch nicht. Weil solange da keiner spawnt, geht das halt noch. Also das ist, wenn man als Verteidiger versucht, die Angriffslinie zu schließen, ist das deutlich schlimmer. Weil die Angreifer aus offensichtlichen Gründen natürlich angreifen. Während die Verteidiger, ja, ich guck mal, hier, du willst hier durchfahren, das ist halt mega behindert, dass egal wo du langfahren willst, du kannst einfach nicht mehr flankieren in diesem Spiel. Komm ich da überhaupt drüber? Wahrscheinlich nicht. Sein Typ ist irgendwie nicht gut. Ist nicht gut. Hervorragend. So. Da entstehen schon wieder ein Panzer. So, der ist schon wieder Return to Combat Area. Also du kannst hier wirklich nirgendwo mehr langfahren. Es ist so schlimm.
Es gibt hier keine scheiß Straße, wo du irgendwie langkommst, ohne dass du dich... Entering Enemy Deploy Zone. Es ist total behindert. Weißt du, ich will hier eigentlich nur Panzer jagen. Und ich stehe gerade einen halben Meter vor der Enemy Deploy Zone. Ich würde wahrscheinlich gleich irgend so ein Russe vor mir auftauchen. Ist der Panzer tot? Ist er. Gut, Nummer 1. Also, wo direkt vor mir steht eine Su. Ich würde näher ranlaufen, um zu gucken, aber... Das ist keine Su, das ist ein KV-85, oder? Hat der gerade H3s angepackt? Ich glaube nicht. Impact Engel, ich bin KV-85. Nichts geht mir rein. Alter, was ist denn das? Okay, wir haben noch eine Rakete, das muss jetzt gehen. Das ist so behindert, ey, wirklich. Der Panzer steht einfach in diesen... Penetrate Armor. Das reicht aber nicht. Das ist so ein Dreck. Das ist... Wirklich, dass die Panzer halt einfach in dieser Zone drinstehen können. Du kommst halt die nicht ran. Weil das beste Mittel gegen Heavy Tanks ist halt wirklich, die zu ausflankieren und die mit irgendwelchen Nahkampfbomben kaputt zu legen. Eigentlich auch relativ logisch. Weil, naja, das ist... Prinzipiell, für so ein Heavy Tank sollte man ja schon mal Leute abstellen, die das Ding beschützen. Das hatte ich einen Tag, da hatte ich ein Match. Da war so ein Tiger, ich habe als Ami gespielt. Ein Tiger war, glaube ich, von 4 oder 5 Leuten beschützt. Jedes Mal, wenn ich da rumgefahren bin, habe ich so 2 Leute erschossen, dachte mir, okay, das war jetzt das Wachteam, mehr kommt da ja nicht kommen. Fahren näher ran, merkt, dass hinter dem Tiger noch 5 Mann stehen, die fühlt. Ja, waren irgendwie nur insgesamt, waren es, glaube ich, 5 total, aber das ist trotzdem 5 Mann für Tiger. 6 Personen, Drittel des Teams, einfach mal zum Tiger beschützt. Schon wieder in der Spawn-Zone. Das ist. Oh. Es ist einfach nicht möglich, irgendwie legit irgendwo durch die Landschaft zu fahren, ohne durch diverse Spawn-Zones durchzufahren. Stell dir mal vor, du läufst zu Fuß hier rum und irgendjemand schießt auf dich aus der Entfernung. Du kannst nichts machen. Du stehst doof rum, hampelst mit deinen Armen rum und stirbst. Geil. So. Haben die überhaupt Heavy Tanks? Ja, doch. Das ist ein KV-85, habe ich so richtig gesehen. Oh, KV-85, davon ist er. Darf ich jetzt hier endlich mal... Endlich. So. Zermückelt. So, dann will ich da hinten erstmal die... Der Typ nervt mich ja richtig mit seiner... Ey! Oh, das könnte eventuell nicht der erste. Natürlich nicht, weil ich 150 Meter eingestellt habe. Ach Gott. Obwohl es wäre eventuell klüger, diesen Typen da am Leben zu lassen. Weil... Jetzt haben wir natürlich das minimale Problem, dass der Panzerfahrer respawn wird mit seinem tollen Panzer und dann wird das richtig doof. So, gut, fahren wir mal wieder ran, weil die Panzer sind ja scheinbar auch 1 Meter voll. Das ist nämlich auch total dämlich. Ich würde mich am liebsten in diesem Busch da stellen und irgendwie auf, irgendwie mal ein bisschen mich defensiv verhalten, aber ich muss natürlich, wir kriegen B3 schon wieder, das ist natürlich cool. Dann werden wir wahrscheinlich gleich vom Panzer von hinten erwischt. Wo sind die Panzer hier? Die hat noch mehr. Hinter uns ist ein Jeep, der ist mir relativ egal. Da oben steht ein Typ. Haben wir es dabei? Danke. Gut. Da hinten ist noch ein Panzer. Also als Panzerjäger ist hat man das Leben nicht schwer. Also macht das nicht nach, Kinders. Mit so einem Panzerjagen-Verhalten verlierst du wahrscheinlich Geld. So, also da vorne ist schon wieder ein KV-85, oder? Och, Mann, ja, natürlich, das hier ist Return to Combat Area. Ich kann hier... Ist das Bild, weil ich spawn? Hat der H3s bei? Nee, war ja nicht. Was? Wir sind gerade auf eine Rakete geworden. BTF. So, hinten schön auf dem Motor rauf. Ah, irgendwie auf Panzerwurfminen drauf. Den haben wir. Ach, fick dich. Ja, natürlich, report mich, weißt du? Machst hier wichtigen Team-Service, machst die Panzer kaputt, die anderen Idioten. Oh, na gut. Jut, der hat vielleicht Stickies drauf geworfen. Na gut, vielleicht. Ja. Hat sich wahrscheinlich ein bisschen geärgert. Na gut. War vielleicht nicht ganz sauber, dass das Ding nicht zu stehen. So, hört ihr jetzt bitte nicht mal auf mit diesen Panzerspawn, nachdem ich hier 7 Panzer gelegt habe? Die Heavy Tanks könnten hier eventuell gleich meine Verluste, die ich durch meinen sinnlosen Raketen um mir bei Hageballer eventuell gerade so ausgleichen. Warum fährt der Typ da im Rückwärtsgang gegangen? Ich weiß es nicht. Was hier alles an Zeug rumsteht. Erstmal die Badewanne wegnehmen. Aber da. Dann laufen wir hier mal kurz einen Meter und hoffen, dass mein Teammate mich hier beschützen kann. Das ist übrigens schon Capture-Zone und so. Hier ist auch nicht schlecht. So, ich meine, dass das Ding da besetzt ist. Ist aber auch kein Problem. Schießen wir mit Raketenwerfer drauf. Oh, da steht noch ein Panzer. Überall stehen sie halt rum, das ist so lästig. Ja, auf jeden Fall total dem hier. Der Panzer, der ist auch gerade. Vor allen Dingen, da war doch gerade Deploy Zone. Also, wie gesagt, ich kenne die Bilder noch nicht. Also, hier ist unsere Deploy Zone. Die sind anscheinend. Der Deploy Spawn von O1. Der O2 ist scheinbar da. Das macht ja noch weniger Sinn. Das ist ja.
ergibt. Das ist ja richtig behindert. Na gut. Zum Glück ist das Match hier gleich vorbei. Ich glaube, ich blaste das Video. Guck mal, da hinten ist ein Sniper. Der ist halt gespawnt. Ne? Ich blaste das Video. Aber ich wollte eigentlich noch eine andere Map. Ich dachte, das geht hier schneller vorbei. Aber tatsächlich, hier ist die Spawn. Die nähere Spawnzone ist direkt neben unsere. Okay, das ist natürlich total fair. Macht total viel Sinn. Also, wenn man hier unbedingt so Braveheart-artige Kämpfe möchte. Ach, scheiße, da oben steht noch ein Dingsbums. Komm, so leid heißt das Ding. Wahrscheinlich fahre ich jetzt gleich mitten in den KV-34. Ach nee, das war ein T34. Den da rein, genau. Der da auf dem Feld steht, mich anscheinend nicht gesehen hat, der Idiot. Okay, wir müssen jetzt zwei Sachen machen. Erstmal muss ich den Konsulett weghauen, der mich leider gerade gesehen hat. Was hat denn der für eine Gun-Depression, der Konsulett? Der kann, glaube ich, gar nicht so weit runtergucken, oder? Hoffe ich. Kana. Ach man, ey. Das ist so behindert, dass den Russen erlaubt ist, dass die Russen mit ihren Infanterievehikeln Panzer haben dürfen. Wo ist der Typ jetzt hin? Guck mal, die Virus würden sie jetzt rufen, festgenagelt! Hm. Ich kann nicht mal auf den Panzer schießen. Hä, wo denn? Hm. Wenn ich die Rakete im richtigen Pissbogen hier rüber schießen würde, wenn ich die so... Ob das funktionieren würde? Vor allem, das sind Russen, die verlieren auch nicht... Es ist mir immer wieder ein Rätsel, wie viel Geduld manche Leute einfach haben. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr gehabt, auf mich zu zielen. Ach, da, wie kann der mich überhaupt sehen? Da ist ein dicker Busch vor. Ich sehe von den Typen nichts. Na gut, versuchen wir nochmal neu. Hm. Was ist denn dieser Lemur 200? Drei Captures hat er. Also, da hat er seine Punkte. Ja, für 21,16 ist gar nicht so schlecht. MP34 ist deine Lieblingswaffe? Ist klar. Ist klar. Na gut. Wie lange dauert das Match hier noch? 7 Minuten Qual. Oh, wir haben U1 gekriegt. Wie könnte das denn passieren? Dann wird es interessant, wenn ich jetzt nochmal spawnen darf. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ursprünglich mit dem Schwimmwagen hier euch ein bisschen beglücken, über irgendwelche Flüsse rüberkippern und das Ding mal ein bisschen erkunden. Der ist übrigens unfassbar teuer, der Schwimmwagen. Also im Ankauf und auch im Unterhalt, weil das Ding ist nämlich, dass der. Jetzt kann ich hier hinspawnen. Das will ich das. Ich spawn hier mal zu Fuß, ganz mutig. Wahrscheinlich werde ich da hier untergehen. Das ehemalige B3. Also zwei Map-Upgrades davor war hier mal B3 in diesem Affenstall hier. Und das war unmöglich zu erobern, weil es halt einfach nur mega offen ist. Ach, der scheiß Dings steht da oben ja immer noch. Was? Och man, ey, das geht nicht so auf. Okay, den Typen nehmen wir mal mit. Okay, jetzt habe ich den. Ey, mich wundert gerade ein bisschen, dass die. Okay, die Packung ist auch da. Gut. Immerhin etwas, den Panzer machen wir im nächsten Leben. Kann ja nicht so schlimm sein. Das ist ein Wanderer, der nicht gerade irgendwie erschossen hat. Verdammt, ich habe natürlich wie immer nicht nachgeguckt. Ich glaube, es war ein KV-85, oder? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, den KV-85 habe ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht großartig im Fake gesehen, weil ich weiß überhaupt gar nicht, wann der freigeschalten wird. Aber ich ahne, dass der genauso spät freigeschalten wird wie der andere Spaß auch. Also erst mit Panzer, also so wie der Tiger 1, also Panzerfahrer 11. Das ist, und das scheint mir irgendwie sehr unsinnig zu sein, sich da irgendwie den zweitbesten schweren Panzer zu kaufen, wenn man sich genauso gut, dass es wenig später sich die S holen kann, die halt einfach besser ist. Tatsächlich sieht es so aus, als würden wir dieses Match knapp gewinnen. Haben wir jetzt Paras? Ne, die haben Paras. Okay, wir gewinnen das Match nicht knapp, schade. So, Squad relocated to control point A by Squad Leader. Ich hasse die Squad Leader. Okay. Überhaupt kein Problem. Fahren wir da rein mit meinem Gewehr 43? Oder nee, oder wir machen das nicht. Wir jagen den Panzer da vorne. Weil, also, wie gesagt, wenn ihr Geldmangel habt, Heavy Tanks sind immer euer Freund. Wenn er zumindest, wenn er hier das Dings-Badge drin hat, dass er mit Infanterie-Faust, dass er mit. Da vorne ist, glaube ich, auf uns spawnen. Deswegen will ich nicht so weit fahren. Dass er mit zwei Schuss einen Panzer kaputt kriegt. Och, fick dich. Wie hat er sich denn so schnell umgedreht? Der hat doch gerade sonst geguckt. Wieder Kills auf meine Kappe? Natürlich nicht. Der macht das. Der Panzerjagen lohnt sich immer. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, wird nicht machen. Also ich spiele jetzt mal einen anderen Char. Wird niemand hier voll oder Angst. STG wäre eine Idee. Ist aber große Entfernung. Also wenn man Veteran hat, kann ich das Setup hier empfehlen. Der hat immer noch kein Heavyset-Gold, der Typ. Das ist so ein Elend. Ich finde es auch mega doof mittlerweile, dass man die, dass man im Hauptmenü das nicht mehr so sehen kann wie das hier. Weil die Ansicht ist eigentlich ideal. Du siehst die Badges, du siehst die Waffen, alles da. Und die Vehicles am besten auch noch gleich. Hast du gleich alles in einen Blick. Im Geber, naja, ich spiele mal ein Setup, also haben wir das auf so einen Grund genannt, weil es anscheinend für alle da ist. Ach, was mache ich denn? Warum hat dieser Squad-Leader Vollidiot das eigentlich umgewendet? Hier ist nicht ein Fahrzeug drauf. Also mit dem neuen System übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, bist du tot in dem Moment, in dem du keine Fahrzeuge hast. Also wenn du kein Auto hast, bist du hier am Arsch. Man erinnert sich vielleicht noch früher noch, wenn man auf der Town-Map, wenn man U1 im Alt spawnt, ist man da unten bei C4 gespawnt am Wasser. Das war schon scheiße. So, aber alternativ konntest du natürlich auch unten in der Town-Map bei U2 auf dem freien Feld spawnen. Und genauso ist das jetzt mit jedem verfickten Spawn. Du spawnst irgendwo in der Pampa.
Da fahren am besten noch Gegner durch. Gut, die können dir nichts tun, ist ja geil. So, das Problem ist aber, du bist irgendwo in der Pampa. Das heißt, jeder Typ, der hier irgendwie auch schon mal in seinem Leben schon mal irgendwie ein besseres Gewehr hat, zum Beispiel hier so ein Gerät, der wird dich da wunderschön zerpflücken. Du kannst nichts machen. Jeder Panzer kann dich da wegspawnen, alles. Du kommst aus so einem scheiß Loch nicht weg. Du kannst nichts machen. Das ist jetzt auch ein bisschen gerade absolut riesig, warum ich hier gerade nicht zu Tode gekämpft werde. Wir haben anscheinend Glück. Ja, Lemur, irgendwas hier. Ich weiß übrigens nicht, warum man unbedingt zur A-Linie rübergehen muss. Das war nämlich eigentlich total dumm, weil hier keine Wiegel drauf sind, aber. Ich werde einmal mit Rollen. Ach, guck mal, hier ist so eine S-Mine. Das hätte ich mir von Random vielleicht niemals angehört. Und da oben auf dem Hügel, das rumgekämpft wird, das immer schlimmer, weil da oben können sie jetzt nämlich spawnen. Das heißt, du musst nicht mal mehr als Sniper, musst du nicht mal die Mühe machen, da hochzuraufen. Alter, könntest du dich bitte mit deiner komischen PTRD beruhigen? Oder ich könnte jetzt das Moped hier hacken. Geil. Na gut. Ich glaube, hinter mir ist dran. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, Fotosynthese Wodka, ist klar. Hinter mir ist gerade ein Moped angekommen. Ich habe mich mal lieber umdrehen, der andere Typ hat mich nicht mal wahrgenommen. So, jetzt haben wir nämlich einen Scheiß. Weil ich glaube, nämlich alle Vehikel, aber wirklich alle, sind auf der verdammten B-Linie. Und aus irgendwelchen Gründen hat mein toller Imba-Squad-Leader hier. Ja, genau. Geil. Are you serious? Switching on a line without any vehicles. So. Weil ich will da nicht spawnen, Alter. Das ist der größte Scheiß-Spawn. So, das ist noch schlimmer. Und ganz ehrlich, das ist nicht besser, weil es gibt nämlich keinerlei Fahrräder oder irgendwas anderes mit den Gag-Spawns hier. So, das heißt, ich kann es ja nicht mal sehen, aber das ist total dumm. Also mehr dumm geht gar nicht. Was haben wir hier? Hier ist ja nur Infanterie drauf. Ja, 180 Infanterie ist auf diesen Access-Point drauf. Das war's. Und dieser Vollhorst namens Lemur 200. Dieser Vollhorst namens Lemur, wo immer er ja gerade ist. Bei der tollen Meinung, dass A-Linie irgendwie der Place to be ist. Das würde ich hier in 1000 Jahren nicht machen. Ein Bumpfuck out of nowhere. And we could attack or two anyway. Without being on that line. As you just experience, you have to walk really far. Gut, also eigentlich brauche ich gar nicht hier versuchen, um wieder groß zu spielen. Ich kann genauso gut Tanks at A-Line. Okay, wir haben Tanks. Wir haben nämlich, es ist schön, dass wir Tanks auf A-Line haben, aber die können wir leider nicht benutzen, wenn wir die Auxids nicht haben. Alter. Ja, und mit solchen Sachen, wenn man alleine spielt, muss man sich mit sowas wirklich jeden Tag hier rumärgern. Na, fuck. Vor allem, wenn die Russen hier schön, also ich glaube, ich werde jetzt einfach diese Karre da hacken. Mir komplett egal, was die Idioten da machen und hoffen, dass ich hier wegkomme, bevor hier neue Russen ankommen. Ja, ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut. A3 ist mir total egal. Das ist doch total dumm. Warum sollten wir hier irgendwelchen Fokus auf A3 legen? Die Linie ist tot. Da ist nur Inf drauf. Die ist unhaltbar. Weißt du, statt schön mit die ganze Breite der B-Linie auszunutzen? Nein. So, wie mich erwischt jetzt hier und Björn. Na, der fährt mich fahren. Er ist ein, so ein Genie, sag ich dir. Das ist ja echt. Selten was Schlauere, die sehen als diesen Typen. Fucking Dings. Weißt du, nachdem wir brauchen die Panzer eigentlich gar nicht. Wir sind dann. Oh Gott, sind da viele. Gas schneller. Ja. Cap O1, ja, nee, wie heißt mit O2? Ich kenne das O2. Ich kenne O1 jetzt leider nicht sehen, weil wir auf der falschen Linie sind. Ist natürlich sehr ärgerlich jetzt. Ich renne hier mal fröhlich, weil ich die Halle und hoffe, dass hier nicht. Ich glaube, der Typ ist oben, oder? Da. Alter. Oh, den hab ich, glaube ich, gesehen. Dammit! Ach! Ach, das hätte schon vorbei sein können. Das hätte schon vorbei sein können. Dieser Typ. Could you please switch to B-Line? Oh, was ist denn das für ein Vollidiot? Also wirklich, ich verstehe es nicht. Was geht denn den Leuten vor? Sag mal, das ist. Sie stehen die morgens auf und denken sich, ja, danke. So, warte mal, jetzt hier ganz schnell, bevor dieser Idiot hier noch irgendwelche tollen Ideen kommt, lieben wir mal seinen Squad.
Bin ich so richtig? Ich bin hier auf Spini. Okay, alles klar. So, zack. Leaf Squad. Boah, Alter. Bevor der Idiot wieder auf andere Ideen kommt, wieder zurück zu switchen. Eigentlich wäre es übrigens gerade klüger gewesen, wenn ich einfach mit dem gesagt 40 gespawnt wäre und einfach dadurch gelangen wäre. Na gut, machen wir jetzt halt nicht. Habe ich gerade nicht nachgedacht. Ich war gerade zu dem beschäftigt, mich aufzuregen. Okay. Prinzipiell wäre es deutlich besser, wenn ich jetzt einfach. Na gut, probieren wir es mal anders, aber. Wir kriegen noch ein bisschen ein paar Punkte kaputt. Das Ding ist, ich mache halt irgendwie einen Potshot, also. Ja, genau das nehme ich. Das ist. Was? Wie die Raketen nicht treffen konnte, ist mein absolutes Rätsel. So verliert man übrigens viel Geld, wenn man versucht, aus größeren Entfernungen auf Panzer zu schießen. Okay. Also, Schuss 1, 3 und 4 habe ich erwartet, dass sie nicht treffen, aber der zweite sah eigentlich ganz gut aus. World War 2 Game. Okay, wir machen das anders. MG42 wäre vielleicht eventuell ganz gut, aber ich versuche es einfach mal so. Solange die Panzer hier nicht runterschellen, ist eigentlich alles gut. Fahren wir nach O1, gehen intern in O1 durch. Allein, don't have car. Ja. Yeah. One more, come on, allein. So close. Ja, genau, ist klar. Oh, Mann. Also. Achso, das hatte ich. Ich musste echt mal ein neues Tutorial machen. Das Problem ist, es kostet unver. Was? Och, das ist so lächerlich, weißt du? Weil ich bin hier gerade gespawnt, aber da ich, dass die Russen halt gerade in diesem Moment. Oh nein, 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 lass mich in Ruhe, komische Suche. Komm, schieß vorbei! Dadurch, dass die Russen gerade O1 zurückerobert haben, ist mein Spawnpunkt, wo ich gerade in dieser Sekunde gespawnt bin, auf einmal eine No-Go-Area und ich kann da nichts mehr machen. Das übrigens auch total hohl ist, aber sei es mal dahingestellt. Und auf einmal bin ich halb blind und kann nichts mehr machen. Das ist total fair. Wir werden das hier, glaube ich, noch verlieren, oder? Ich könnte mal ein bisschen anstrengen. Ich spiele scheiße. So, aber somit bin ich ohne Squad. Das ist schon mal viel wert. Das ist mein Tipp, wenn du merkst, dass dein Squad sowieso Ressourcen, Auxids drin hat, die nichts wert sind und du auf die XP scheißen kannst, oder du sowieso merkst, dass dein Squad dir keine Befehle gibt, dann einfach. Was ist denn das hier? Das habe ich vorhin noch nicht so gesehen. Wer ist denn hier auf die tolle Idee gekommen? Das macht natürlich das Ranfahren von APC natürlich tausendmal schwieriger. Na gut. Wenn du merkst, dein Squad ist kacke, die machen irgendwelchen Mist wie Line, oder du bist auf einer guten Line und merkst, du möchtest eigentlich die Line nicht wechseln. Und hast du irgendwie Angst, dass dein Squad vielleicht irgendwie so eine Holnis-Aktion macht. Einfach mal eiskalt Squad lieben. Wenn die sowieso keine Auxids haben, die gerade relevant sind, zum Beispiel unser hatte gerade Sniper und was noch. Auf jeden Fall kein Panzer drin, weil das einzige Relevante jetzt gerade gewesen wäre. Ich glaube Sniper und. Irgendwelcher sinnloser Dreck auf jeden Fall. So, 2-1, hört sich ja schon mal gar nicht so gut an. Ja, wissen wir, der letzte Typ ist. Ich glaube, der eine wurde hier gerade von hier oben weg. Ja, wir sehen noch was, ein Panzer, der oben auf dem Berg lang gefahren ist. Shit. Jetzt 3, 2, 3. Okay, Alpha Q-Weg haben wir. Gut, das ist das SDG. Übrigens, lustigerweise heißt dieser Skin, den mein SDG hat, Oakleaf. Aber, das ist eigentlich der andere. Also, das ist Splittermuster Fall oder jetzt, ich glaube, früher hieß es Splittermuster B. Jetzt ist es Splittermuster Herbst. Auf jeden Fall ist es genau das Muster, das Muster, was auch meine Uniform hat. Sehr passend, wie ich finde. Ist da ein Typ? Da. Sprayen wir mal ein bisschen rein. Ja. Nicht so auf Holger. Könnte ich nicht irgendwie. Gibt es hier nicht noch irgendwie. Ja, das war ein bisschen dem. Naja, man hat immerhin die S-Mine hat noch was gemacht. We're gonna lose. Cap O1. Haben wir O1 nicht schon? Ne, wir haben doch O1. Was wollt ihr denn? We can still win. Das dauert jetzt schon wieder 30 Minuten. Ich würde eigentlich nur ein kurzes, kleines Spiel machen. Aber das ist auf jeden Fall. Das ist natürlich ein schönes Negativbeispiel. Das ist epidemisch dafür, dass man mittlerweile mit Angriffen echt Schwierigkeiten hat. Also ich habe. Und da spawnt er mitten auf dem Feld. Stell dir vor, du spawnst da mitten auf dem Feld und da sind irgendwie Panzer unterwegs. Dann bist du da tot auf diesem Feld. Da kannst du nicht mehr benutzen. Klar, man kann jetzt argumentieren, naja, musst halt ein bisschen weiter zurückspawnen. Das ist in Ordnung, solange du Fahrzeuge hast. Dieses Spiel wird absolut unspielbar, Alter, sobald du keine Fahrzeuge hast. Das ist total schlimm. Ich muss mal kurz mal das Flanking-Potenzial hier ausloten. Am besten nicht, ich baue mal ein Kettenrad, das kann ich bis ins Gebäude reinfahren. Dieser eine Typ, 32-2, der Lemur-Typ neben seiner schlechten taktischen Haltung und Einschätzung der Situation, ist später gar nicht so schlecht, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Aber die taktische Einschätzung mit dem, naja, wir wechseln mal eben die Line, ist halt, ja. Ja, zumindest kann er mich jetzt nicht mehr nach mit seinen komischen, sinnlosen Line-Changes. Also man sieht übrigens nicht gleich laut rumflamen, sondern eventuell mal versuchen mit Logik oder zumindest, Leute. Was? Was? Ja, das ist so nervig.
Also, es kann durchaus sein, dass ich gerade irgendwie die Hälfte der Kugel sowieso in die Wand, in den Boden gehauen habe, aber ich bin der Meinung, ich habe ihn, während er abgestiegen ist, ordentlich Kugeln in seinen Körper reingehauen. Das passiert nicht, weil man irgendwie so ein paar Invis-Frames hat, ja, die I-Frames, während man absteigt. Das ist mega nervig. Es ist so vieles nervig. Also, gestern habe ich mal zu zweit gespielt, da ging es mir schon besser. Also, das Spielerlebnis wird besser, mit je mehr Leuten man spielt. Übrigens bin ich immer noch ein großer Fan von dieser Platte hier. Was soll denn die Scheiße? Was soll denn das Video? Das ist, guck mal, diese scheiß Platte hier. Das macht das nur umständlich hier auf diesen. Ne, jetzt ist der Typ wieder weg. Auf diesen Punkt hier raufzukommen. Ich will eigentlich da vorne in den Eingang reinfahren. Aber nein, Rico muss hier übrigens eine komische Platte hier machen. Da ich hier auch keinesfalls irgendwie mit einem Kettenrad reinfahren kann. Das ist nämlich eigentlich mein Plan gewesen. Geht jetzt natürlich nicht. Gut, machen wir das anders. Hier ist natürlich keine Seiteneingang. So, da vorne ist, glaube ich, der Altspawn. Also, ja, da oben steht ein Panzer. Der guckt aber gerade nicht in meine Richtung. Er guckt in meine Richtung. Ich bin tot. Oder vielleicht noch nicht. Steht nur 1-4. Cool. Ich hab keine. Okay, das war mein Kettenrad. Cool. Ey. Echt jetzt? Ich muss mich gleich umdrehen, weil über mir ist ein Typ. Irgendwo, der gerade mit der Dings rumballert. Ich weiß es, weil ich ihn gehört habe. Das hier, gehört das hier draußen? Der Gang mit dazu. Der Gang gehört natürlich mit dazu. Wo ist denn hier? Wo sind denn die Typen? Da oben. Hat er mit K98 geschossen? Hat nur so wenig Schaden gemacht? Ja klar, ich habe Heavy Set Gold, aber trotzdem. Was ist jetzt hier der Letzte? Boah, Alter. So, das Ding ist, allein bin ich jetzt verloren, weil... Ach Gott! Weil... Die kommen jetzt von allen Ecken hier angestürmt und ich kann zwar den Eingang bestimmen, der habe ich wieder hier immer noch nicht gefixt. Ich fühle mich so tot. Mogeln ist gerade nicht durch Zufall irgendwie. Gott. Da unten hat mir gerade Granate rausgeworfen. Anscheinend Panix 21. Jetzt schießt er noch einen Panzer rein. Es ist echt so schlimm. Es ist unfassbar. Ich weiß auch nicht, wer auf diese A-Linie. Also die A-Linie ist ja ganz nett, aber ich glaube, das Commitment ist einfach zu groß. Da hätte man zwei Spezialisten aufspielen können, die irgendwie da... Gibt es da ein Fahrzeug auf der A-Linie? Nee, natürlich nicht. Versuchen wir es mal mit dem Jeep. Ich bräuchte jetzt quasi, ich habe mir überlegt, ich müsste mal einen neuen Soldaten hochgehalten, der MG42 Panzerschreck spielt. Das Problem an MG42 Panzerschreck ist, das ist so viel gemeint, das zu spielen, weil du musst ja, also die Methode, wie ich immer normalerweise in MG42 hochspiele, ist, dass ich einfach normalen Soldaten spiele und einfach alle MGs aufnehme. Was gibt es? Na, fuck. Okay, bis zurück. Ich weiß keine Ahnung, wer hier gerade auf mich geschossen hat, aber ich hoffe, er guckt einfach nicht wieder runter. Ernsthaft, wer war das? Wisst ihr, wie ich bin? Wartet der jetzt hier unten auf mich? Ach, der Granatenschmeißer war das. Ja, dessen ist eigentlich jetzt absolut notwendig auf jeden. Ach, der hätte ich messern können, ich bin so ein Trottel. Der Typ hat noch nicht die höchste Messerstufe, der könnte noch was davon haben. Och man, Alter. Ey, kann. Da oben ist einer, oben in der Galerie, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Da, halt. Der ist immer noch da oben, ich weiß nicht, ob er auf der Innen- oder auf der Außenseite jetzt gerade ist. Ich traue mich auch gerade nicht, eine Treppe hochzulatschen. Oh Gott. Ach. Den habe ich wirklich nicht gesehen. Das war mein eigener Fehler. Mein eigenes Verschulden. Ja, das ist auf jeden Fall hier eine sehr harte Runde. 33 Minuten, geil. Hm. Manu. Es ist ein kurzes Spiel. Ich gehe mal kurz was aufnehmen. So ein Elend, Alter. Er ist einfach nur bescheuert. Ist, Mann, ey. Auf jeden Fall... Da hinten ist Wasser, ne? Komme ich da hin? Seht das noch innerhalb der Map? Na, leider nicht. Schade eigentlich. Wäre ich jetzt mit meinem Schwimmbang mal dahin gefahren. Oh, fuck. Der Panzer kussiert gerade auf mich, oder? Der hat Panzer auf mich dabei. Ich denke mal, er wird da Erfolg. Ja, der Erfolg. Der Lemur-Typ macht zumindest ab und zu mal ganz gute Sachen, würde ich sagen. Ja. So. Aber Maschinenpistole 34 haben. Gibt es wieder irgendeinen tollen Trick, von dem ich wieder nichts mitgekriegt habe, dass Maschinenpistole 34 jetzt total geil ist? Oder hat der einfach nichts anderes? Ich meine, so ein MP40 ist teuer, klar. Aber MP34 und Panzerwurfminen, vor allem hat er den Skin, glaube ich, nicht gehabt. Aber MP34 und Panzerwurfminen klingt halt für mich nicht unbedingt so der Standardkombination, die ich so spielen würde. Also, ich habe ja so einen gewissen Selbstanspruch an mich, dass ich halt irgendwie High-Geared Weapons habe. Oh, 4-4, Alter. Gut, hat er mir wahrscheinlich auch gleich. Nieren Kilo.
Bin ich mit dem Mobbedikum? Nein, ich bin nicht mit dem Mobbedikum. Ich bin mit dem Kübeldikum. Genau, da steht er doch. Weißt du nicht, warum ich den da geparkt habe? Das war eigentlich total dumm. War lange der T34 da nicht auf die tolle Idee kommt, in meine Richtung zu gucken. Das ist alles super. So, gehen wir wieder rein. 6-2, das sieht gut aus. Ich glaube, wir könnten das sogar noch gewinnen. Okay, der Typ hat gerade mit seiner AVS irgendwo in die Landschaft geschossen. Ist mir recht. Oh, mit Scope. Ah, das erklärt so einiges. Okay, der PTRD-Faggot ist auch gut. Mit Scope ist übrigens jetzt gar nicht mal so schlecht, Waffen mit Scope zu spielen. Würde ich sogar empfehlen mittlerweile. Und wir haben gewonnen. So, das ist jetzt ein neues, neues Spiel im Garmin-Update mit dem neuen Spawn-System. Schreibt was in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Also ich persönlich bin da nicht so begeistert. Ich werde mal versuchen, demnächst nochmal ein schönes Match in der Town-Map zu finden, was schöne Linien hat, was auch angenehm zu spielen, was auch Spaß macht mit Fahrzeugen und so, weil mich 30 Minuten lang beim Zu-Fuß-Gehen zu beobachten wäre auch recht interessant, oder? Also, wir sind bereit. Hoffe, hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Kommentar da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!